Die sind so viele Leute in der Stadt, die einfach, mit denen du einfach nur reden kannst. Ja. Ein paar Leute geben dir Items oder wollen tauschen oder kämpfen oder was auch immer. So, ich komme jetzt nochmal rum. Aber es laggt immer noch so krass, ne? Ja, wie gesagt, muss halt das ganze Biom und alles laden. Das siehst du ja auch bei dir auf der Karte, wenn du J drückst, wie der Umkreis ist und so. Vor ja. allem, es kann halt auch sein, dass du die Sichtweite sehr, sehr stark, also Stimmt. hoch eingestellt hast. Ja, habe ich auch. Ne, und dann lädst du natürlich noch viel mehr. Hier gehen wir mal ein bisschen runter. Zack. Warte, allgemein schaue ich mal, dass ich an den Settings ein bisschen runtergehe. Zack, zack. Zack. So, zack. Da oben ist ein Pippi. Pippi, Sengo. Da machen wir noch Irrlicht. Yo, Digga, die sind mega lukariös. Tot. Wo war das Ort noch mal? Das war irgendwo davor. Das ist hier bei mir. Das ist immer noch bei dir dort. Ja, ja. Willst du das Mega Lucario noch sehen, bevor es stirbt? Ja, warte. Guck mal, es laggt jetzt auch nicht mehr. Oh, hier ist ein Buffalind. Und das ist ein Megataubos, holy shit. Alter, wie klingt denn Buffalind, holy shit? Wufalan! Yo, okay, das sieht sick aus. Dieses Mega Lucario hat einfach irgendwie einen Knochenstock in der Hand. Yo, ja, ich seh's. Holy shit. Das ist super heftig, Mann. Auf jeden Fall muss das Ding jetzt sterben. Okay, wo ist das Ohr doch? Wo bist du da? Unter dem Baum. Ja, ja. So, jetzt kommt meine Rache. Der darf nur nicht Secret mit. Power einsetzen, dann ist mir das egal. Wo war das Mega? Nein. Dings? Mega Taubos in der Luft, ja, ja. Der darf halt bloß keine Secret Power einsetzen, sonst. Fliegenden Megas sind schon schwieriger zu fangen. Naja. Okay, nice. Hast du irgendwie was, was immer wieder Damage macht? Sowas wie Feuerwirbel, Irrlicht. Ich flinche gerade die ganze Zeit mit Stampfer. Okay. Oh, ich habe ihn besiegt. Nice. Sweet. Sehr schön. Oh, Flame Charge habe ich jetzt bekommen. Nice. Ah, Bisofunk, Level 46, Digga. Ja, hör dir mal den Ruf an. Ja, ja. Oh, hier ist wieder ein Sableye. Ich versuch's wieder zu fangen. Komm her. Ey, ich sag's dir. Glaub mir, Digga, Geist-Pokémon sind insane. Ah, warte, ich muss. Scheiß, warte, kannst du hier kurz bei dem Sableye stehen bleiben, weil dann heile ich kurz mein Dings hoch. Mein Amphizel, weil dann kann ich ihn nämlich paralysieren. Ich hab grad einen Seidenschal von dem Teil bekommen, Alter. Oh, nice. Wo bist du denn? Ich bin schon wieder beim Pokécenter, aber ich sollte, glaube ich, du stehst da ja fast direkt dort. Sollte denn echt nicht despawnen. Also ich höre es, aber ich weiß nicht, was es ist. Ach, da hinten. Oh. Aber das würde ich schon echt gerne haben. Level 10, ja. Solltest du auf jeden Fall packen. Ja, die Feuerarena hat das Feld hier zum Brennen gebracht. Wie gesagt, alter Geister-Pokémon gegen Normal-Pokémon in diesem Spiel. Echt, ist das Sableye oben bei dir? Ah, hier ist es. Ja, hier ist es. Digga, wie du gerade rumgehüpft bist, ey. Jeez. Schau, dass du es nicht killst. Ja, ja. Aber ein Lick sollte der auf jeden Fall tanken. Mann, ich muss aus der Dings raus. An sich raus. Bleib stehen. Ah, jetzt ist es Snubble im Weg. Ja, warte. Sehr kurzes Snubble. Okay. Ich krieg's einfach nicht getroffen. Danke. So. Lick. Astonish. Okay, Lick. Natürlich krieg ich instant einen Crit. Und ist gestorben? Nee, aber. Stimmt nicht. Ah, ist tot. ich wollte es paralysieren. Ja, das war bei mir auch. Mies. 20 Mal. Ja, schau mal, hier ist noch ein Voltilam. Soll ich versuchen, das zu fangen? 3. Ja, warum nicht? Mareep ist ganz cool. Mareep. Mareep. Ach fuck, jetzt bin ich in. Wie kommt man aus der Angriffssicht wieder zurück? Jemand hat gesagt mit Dings, oh, Backspace, aber es funktioniert Gott. Nicht. Digga, guck mal hinter dich. Ja, gut, du musst leider töten.
Was hinter mir? Guck mal hinter dich auf dem Berg. Da ist noch ein Zombie-Riss, Digga. Wo? Da vorne, wo wir gerade eben waren. Oh, ist da ein Mega-Nayenzi? Holy shit! Okay, Alter, dieses Zombie-Riss ist riesig, ne? Level 27. Das darf ich nicht fangen. Aber ja, hier ist ein Mega-Dianzi. Ja, krass. Ja, ich darf das selber leider nicht fangen, sad. Was? Ich habe noch kein Level 27er Pokémon. Was ist dein stärkstes Pokémon? 21. Ah, okay. Ja, ist alles cool. Press. Warte, hier ist noch ein Höhleneingang. Mit einem Oddish. Nice. Okay, das Teil hat Moonblast. Das ist ja mal... wird jetzt lustig, Alter. Weil ich habe nichts, was resistiert. Oh, hier ist noch ein Zubiris. Level 14. Komm schon. Sogar resistiert wird das Ding weggeballert. Yo, okay, das knallt gerade mein Team weg. Ja. Paris. Wie gesagt, da ist ein Level, da ist ein riesiges Zorbiris, ne? Ja, ja, hier, ich hab hier noch eins. Ja, ja. Holy shit. Komm schon, sei doch paralysiert. Das ist das größte Zorbiris, was ich je in meinem Leben gesehen habe, Alter. Aber ich muss den paralysieren. Hä, wozu? Du kannst ihn einfach so fangen. Aber der bleibt niemals drin bei mir. Ich sag's dir. Ich versuch's jetzt. Er ist im roten Bereich. Komm schon. Komm schon. Wo ist der Ball? Ah, hier. Ah! Also, komm, probier nochmal. Probier nochmal. Okay. Komm schon, komm. Das ist mein letzter Pokéball. Oh, okay. Komm schon. Bitte. No! Nein! Ich werd's niemals schaffen. Oh, da vorne ist ein Mülltank. Da oben ist noch ein Zubiris. Ja. Die sind hier überall. Alter, heftig, ne? Wie viele Zubiris hier gibt. Ja. Zickzacks. Oh, meine Pokémon sind alle tot. Ha! Ja, ich gehe jetzt auch hochheilen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam in die Arena, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich gehe kurz nochmal heilen und mal Togetic angucken. Weil vielleicht switche ich was raus. Ja. Also ziemlich sicher switche ich was raus. Yo, es hat ein mäßiges Wesen. Ernsthaft? Ja. No way. Als ob. Aber weißt du, was es als Fähigkeit hat? Was denn? Nicht Edelmut. Oh Mann, ist das schlecht, Alter. Also, zu was wird Übereifer? Übereifer bleibt Übereifer. Ach, stimmt. Das kannst du mit Turbo-Tempo und so einen Scheiß spielen, wenn du ein physisches Set hast. Ja. Oh, das Harte hat Edelmut und das Mäßige hat Übereifer. Das gibt's doch nicht. Ah, oh, wie mies. Aber weißt du was? Ich glaube, es gibt in diesem Spiel Fähigkeitskapseln. Das Echt? Heißt, ich nehme es trotzdem. Ja, es gibt ja. Fähigkeitskapseln. Wenn du Bosse besiegst, kannst du Fähigkeitskapseln haben. Und das werde ich auf jeden Fall dafür benutzen. Ja. So, und ich glaube, ich switche. Das Ding ist halt, mein Clefairy hat Heilopfer. Und Heilopfer ist halt sehr gut, ne? In gewissen Situationen. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme Longlegs raus. Hier, Ponita. Ja, doch, ich nehme Longlegs raus. Schauen wir mal. Okay. Ja, gut. Dann habe ich jetzt mal vorerst mein Team. Nein, er kommt einfach durch, fuck. Ich versuche den gleich nochmal. Jo, wenn du Lucario findest, ne, musst du mir Bescheid geben. So, ich wollte halt noch ein Zorbiris für dich fangen, aber... warte mal. Sind die noch da? Meine Pokémon waren eben kaputt, deswegen muss ich kurz heilen. Lol, das ist noch ein Ponita. Verliert man Geld, wenn man gegen Trainer kämpft? Nein. Nein. Okay, gut. Nee. Gut. Alter, hast du schon mal Radikals Schrei gehört? Nee. Irgendwie so richtig Ausrastmodus. Okay, Zickzack ist weg und Zorbiris sind auch alle weg. Schade. Nein, warum keine Vakuumbälle? Komm schon, Verwirrung. Oh, der verwirrt mich. Und ich greife mich natürlich selber an. Und schon wieder. Ah, nee, doch nicht.
Aber ich schaff's nicht. Da ist ein Dingens. Ein Vati. Welches Level? Also mein Zwerghaft 30. Ja. Auch noch ein Level, dann ist ein Ampos. Ja, und deswegen überlege ich mir gerade, ob ich das hier fangen soll. Ja. Weil meins hat ein neutrales Wesen, ist also nicht so gut. Takedown, Alter. Komm schon, Verwirrung. Mann, ich will jetzt gegen die Trainerin gewinnen, aber es ist echt nicht so einfach. Oh. Vielleicht, wenn ich mit Dings leade, mit dem Fizzle, das könnte sein. Ein ja. Pokéball noch. Hellsprout. Ja, sehr schön. Okay. Dann haben wir das auch schon mal leert mit Dingens. Alles war dumm. Weil mein Vati ist mit Abstand das schwächste Pokémon in meinem Team. Level 20. Und in der Arena wird es wahrscheinlich nichts machen. Jetzt habe ich einen Level 30er Vati. Mal schauen, ob es ein besseres Wesen hat. Als neutral. Mein Ponita hat ein richtiges Kackwesen. Es hat ein Angriffs-Minus-Wesen. Aber ich brauchte erstmal ein zweites Pokémon. Ja. Digga, hier ist noch ein Vati gespawnt. Ernsthaft? Direkt hinter mir. Ja, Level 21. Ja. Kannst du holen, oder? Ah, du hast keine. Ja, komm, Digga, ich gebe dir mal ein paar Pokémon. Warte, welches Level ist es? 21. Ja, warte. Ich komme sofort. Ich habe noch 4 Pokebälle, Digga. Ich kann dir noch 4 begeben. Alright. Da ist echt lieb, Mann. Danke. Bin sofort da. Das ist aber endlich. Das will mich die ganze Zeit angreifen, Alter. Ich renne mir die ganze Zeit hinterher. Alter, wie das ausschaut. Der Schäder ist so schön. Okay, nice. Ich habe gewonnen. Gibt's hier auch einen Markt hier in der Stadt, ja, ne? Ja. Weil. Komm aber kurz erstmal her. Aber ich habe ja Geld, theoretisch. Ich habe 923, könnte mir ein paar Bälle auch noch kaufen. Okay. Hey, dieses Vati, Mann. Holy shit. Wo ist denn der Supermarkt hier? Oh, es greift mich an. Ich komme erstmal zu dir. Ich fange das Ding jetzt easy. Oh, wo ist es denn? Ist es despawned? Ah, da vorne. Okay. Hier. Okay, ich bin da. Okay, hier. Habe ich hier Pokémon? Nee. Du hast ein volles Inventar. Tatsache. Okay, ich geh mal kurz das Ohrdach da oben wegklatschen. Danach hole ich mir noch mein anderes Dingens und dann treffen wir uns vor der Arena, würde ich sagen. Ne? Ja. Machen wir eine schöne Arena-Folge. Ist ein. Kann man Vati mit Dings paralysieren mit Lick? Ich geh noch einmal für Lick. Gute Frage. Oh, no, ich darf ihn nicht. Oh, okay, full para. Ich geh trotzdem auf für Lick. Okay, perfekt. Er ist im roten Bereich. Pokéball, los! Nein, ist nicht drin geblieben. Geh nicht für Bodycheck. Ich habe so Pech mit dem Pokémon-Fangen, ne? Das ist insane. Glaub mir, ich habe auch viel Pech gehabt, Mann. Schon wieder ausgebrochen. Ist im roten Bereich. Ah, ist drin! Ja, sehr schön. Finally. Sehr schön. Ja, jetzt hast du ein Max-Level-Dingens, ne? Ja. Was hat's denn für ein Wesen? Mein drittes Pokémon, ey. Oh! Special Attack hoch und Speed runter. Im Bizarro-Raum-Team mit Mega-Ampharos. Holy shit. Krass, Alter. Das ist richtig gut. Ja. Weißt du, was ich gerade hier im Meer gesehen habe? Was denn? Ein Mega-Tohaido. Ernsthaft? Ja. Yo, sick. Das ist gerade irgendwo abgetaucht. Alright,